Wenn ich ein Tier vor dem Fadenkreuz habe und das erlegen möchte, dann denke ich darüber nach, dass das Tier gleich sterben wird. Und in dem Moment, wo man dann wirklich schießen möchte, da muss man sich sehr, sehr stark konzentrieren. Da gibt es eigentlich auch nichts anderes mehr auf der Welt. Wenn man dann das Tier erlegt hat, dann ist es tatsächlich auch so, klar ist man erstmal erleichtert, dass alles gut gegangen ist, aber es ist auch ein bisschen Wehmut dabei. Seit Menschengedenken wird gejagt. Mir ist diese Welt absolut fremd. Anders ist das bei Jana. Während ihres Studiums der Forstwissenschaften entdeckte sie ihre Leidenschaft für die Jagd. Seit 2015 geht sie regelmäßig ins Revier. Jana sagt von sich, dass sie Tierschützerin ist. Das Töten von Tieren sei nur ein kleiner Bestandteil der Jagd. Um darüber aufzuklären, betreibt sie einen Blog und eine Facebook-Seite. Dort zeigt sie auch Fotos von erlegten Tieren. Und mit dem Post von einem getöteten Marder gerät sie 2019 ins Visier der Tierschützer. Unter dem Foto findet sie Hassnachrichten und explizite grausame Morddrohungen gegen sie. Als ich dich vor mir habe, steche ich schön in deinen Hals rein und das Blut tropft und tropft. Mit Kritik hatte sie gerechnet, doch mit Morddrohungen nicht. Hallo, Jana? Hi, hier drüben. Ah, warte. Hi. Hallo. In einem Waldstück bei Wuppertal treffe ich Jana. Sie ist aus Niedersachsen weggezogen, lebt erst seit ein paar Wochen hier. Es ist ein Neuanfang nach einer schweren Zeit. Hate Speech und Morddrohungen haben der Jägerin zugesetzt. Deinen Blog hast du ja schon länger, aber die Hasskommentare und Morddrohungen sind super plötzlich aufgetaucht. Was ist damals passiert? Also es war tatsächlich so, dass ich abends mit den Hunden spazieren war und plötzlich schrieb mir halt ein Kollege, meinte so, ja, nimm dir das alles nicht so zu Herzen. Ich dachte, hä, was soll ich mir denn nicht so zu Herzen nehmen? Und dann meinte er so, ja, die ganzen Hasskommentare, die eben dann alle da abgehen und so. Und nachgeguckt und hatte da plötzlich, weiß ich nicht, wie viele tausend Hasskommentare unter meinen Bildern. Und habe ehrlich gesagt auch gar nicht so 100% verstanden, wo das eben herkam. Was war das für ein Foto, was du da gepostet hattest? Das war ein Bild von einem erlegten Marder. Also man hat da nicht viel Blut gesehen oder irgendetwas. Und da kam super viel Gegenwind. Waren die Hasskommentare nur unter dem einen Foto oder waren das mehrere? Das waren mehrere. Meistens tatsächlich auch welche mit erlegten Tieren drauf, wo super viel Hasskommentare drunter kamen, die dann auch immer weiter geteilt wurden, noch in irgendwelchen Tierschützergruppen und so weiter und so fort. Und wo dann auch explizit dazu aufgerufen wurde, eben ja, auf meine Seite zu gehen und mich zu helfen. Um ihr zu zeigen, mit welchen Kommentaren sie konfrontiert wurde, hat sie ihren Laptop mitgebracht. Die Kommentare unter den Fotos mit den erlegten Tieren sind heftig. Du bist echt eine so abartige Person. Ich hoffe, du bekommst alles wieder. Hier steht, ich hoffe, du stirbst auf die gleiche Art wie deine Opfer. Wäre doch für dich ein schöner Tod. Schmollende Hölle, du Bastard. Du gehörst in eine geschlossene, ekelhaft widerlich. Ich hoffe, du bist die Nächste. Über 4000 beleidigende, sexistische und hasserfüllte Kommentare stehen alleine unter einem Post. In einer persönlichen Nachricht wird Jana von einer jungen Frau explizit mit Mord gedroht. Du rennst vor mir weg in den Wald hinein, ich hinterher, mit einem Messer und Gewehr in der Hand. Als ich dich vor mir habe, steche ich schön in deinen Hals rein und das Blut tropft und tropft. Eine große Pfütze bildet sich vor dir und du kannst nicht mehr atmen. Panik macht sich in dir breit und du versuchst abzuhauen, aber es bringt alles nichts, da ich das Messer schnell in deinen Bauch ramme. Du krümmst dich vor Schmerz und fällst zu Boden, du bist komplett mit Blut verschmiert und deine Augen schließen sich für immer. Pass bloß auf, wir wissen, wo du wohnst. Mit dir soll dasselbe gemacht werden wie mit den Tieren. Bei sowas kenne ich keine Gnade. Eine Waffe habe ich auch zu Hause, aber nicht für Tiere, sondern für Menschen. Naja, man sieht sich schon bald. Krass, das ist eine mega heftige Nachricht. Ja. Wie ging es dir, als du das gelesen hast? Also, als ich die gelesen habe, hatte ich echt auch einfach Angst. Also, ich habe dann gedacht, naja, man kann sich halt nie sicher sein, dass die nicht doch wissen, wo ich wohne. Mich teilweise auch alleine einfach nicht mehr rausgetraut, krass. Höchstens noch mit den Hunden oder halt mit jemand anderem. Und es ging sogar so weit, dass meine Mutter dann für ein paar Tage vorbeigekommen ist, weil ich nicht alleine sein konnte dann. Weil du so Angst hattest? Ja, also das hat mich wirklich am Anfang so überfordert und hat mir auch echt Angst gemacht. Du bist ja dann auch zur Polizei gegangen. Wie hat die reagiert? Da hat die Polizistin mir gesagt, so ja, ja, wenn ich ja so affin wäre mit dem Internet, könnte ich mich ja irgendwie mal online durchklicken. So, sie hat jetzt auch gleich Feierabend und wenn man meint, dass man solche Bilder posten müsste, so müsste man sich halt auch nicht wundern, dass sowas zurückkommt. Und dann musste ich tatsächlich einmal durch, damals habe ich noch in Braunschweig gewohnt, einmal durch ganz Braunschweig fahren, bis ich irgendwie einen Polizisten gefunden hatte, der das aufnehmen wollte. Die Drohungen und Hasstiraden im Netz gegen Jana hören nicht auf. Fast 3 Monate lang traut sie sich kaum aus dem Haus. Jana geht nicht mal mehr zu ihrem Nebenjob. Dann schaltet sie einen Anwalt ein. Du bist ja dann auch gerichtlich gegen die Morddrohungen vorgegangen und hast den Anwalt genommen. Was hat der gemacht?
Also wir haben halt erstmal ein bisschen sortiert und die Sachen, die halt wirklich schwerwiegend waren, ja, rausgesucht. Und bei denen, wo wir dann halt eben Klarnamen gefunden haben, die hat dann der Anwalt eben auch angeschrieben. Und gegen diese eine Morddrohung haben wir dann auch ja, Anklage erhoben. Gegen eine Täterin zieht Jana vor Gericht. Es ist eine junge Frau. Jana klagt auf Unterlassung und auf Schmerzensgeld. Vor Gericht begegnet sie der Täterin persönlich. Ja, mir tat das halt erstmal so ein bisschen leid, mit Anfang 20 dann da irgendwie vor Gericht zu sein. Und dann haben wir auch versucht, da sozusagen außergerichtlich uns irgendwie zu einigen, beziehungsweise halt eben einen Vergleich zu finden. Das kam irgendwie auch nicht so richtig bei ihr an. Und als ich dann gesagt habe, dass, ja, dass mir das auch echt Angst gemacht hat damals und dass mir das alles auch sehr nahe ging, ja, da hat sie halt einfach nur drüber gelacht. Sie wurde ja dann auch verurteilt, musste eine Unterlassungserklärung unterschreiben und 300 Euro Schmerzensgeld zahlen. Aber du gehst ja noch weiter vor Gericht. War dir das Urteil zu mild? Ich glaube, was es wirklich für mich persönlich schlechter gemacht hat, war die Tatsache, dass sie da sich auch noch drüber lustig gemacht hat. Und da kommt vielleicht auch ein kleines bisschen dieser Genugtuungsgedanke, dass ich sage so, es kann ja irgendwo nicht sein, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Die Leute verschicken Morddrohungen und ja, also sie verhalten sich da so, ohne dass sie in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin ja nicht die Einzige, der das passiert. Und vielleicht geht es mir auch ein bisschen darum, eben zu zeigen, dass das nicht so funktioniert und dass man das so nicht machen kann. Natürlich habe ich auch versucht, mit der Täterin ins Gespräch zu kommen. Leider hat sie mir über ihren Anwalt abgesagt. Wo liegt eigentlich das Hauptproblem von JagdgegnerInnen und warum reagieren so viele mit Hass im Netz auf die Thematik? Um das herauszufinden, treffe ich heute Sandrina in Berlin. Sie arbeitet für die Tierschutzorganisation PETA. Viele Tierschutzorganisationen fordern, die Jagd in Deutschland neu zu regulieren. PETA positioniert sich ganz klar gegen die Jagd und das Töten von Tieren. Das Ziel ihrer Arbeit ist es, die Jagd ganz abzuschaffen. Es wird ja oft gesagt, dass Wildschießen die nachhaltigste Form wäre, Fleisch zu essen, also gerade auch im Vergleich zur Massentierhaltung. Was denkst du darüber? Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum hinterrücks zu erschießen, ist kein Tierschutz und auch nicht nachhaltig. Dass die Bedingungen in der Massentierhaltung extrem sind für die Tiere, dass es eine extreme Tierquälerei ist, das macht die Jagd nicht richtiger. Wer wirklich auf Tiere Rücksicht nehmen will, der ernährt sich pflanzlich. Das ist heutzutage ohne Einschränkungen möglich. Warum gehen Jagdgegnerinnen im Netz oft so radikal vor? Es ist absolut falsch, jemand mit Gewalt zu begegnen, auch wenn er selber vielleicht was tut, was nicht richtig ist und was auch Gewalt ist. Das wird ab und zu oder häufig relativiert in der Jagdszene. Vielleicht geraten deswegen einige Menschen in überschwingende Emotionen, aber das darf niemals eine Rechtfertigung sein, Gewalt im Netz gegen Menschen auszuüben. Hass im Internet kann jeden treffen. Die häufigsten Gründe dafür sind das Geschlecht, das Aussehen, die Herkunft, die politische Einstellung oder Religion. Aber was kann man eigentlich machen, wenn man von Hate Speech betroffen ist oder sogar Morddrohungen erhält? Ich habe jetzt einen Termin bei Hate Aid. Hier arbeiten Menschen, die Betroffenen von digitaler Gewalt helfen. Hi, schön, dass es geklappt hat, danke. Josephine, wenn ich jetzt betroffen wäre von Hasskommentaren zum Beispiel im Internet, wie würdet ihr mich unterstützen? Geht es zum Beispiel um Hassrede in Kommentarspalten, kann es unter Umständen auch erstmal besser sein, gar nicht zu reagieren oder eben auch Gegenrede zu betreiben. Und das wird in der Beratung gemeinsam ermittelt, was sind da die Bedarfe und was ist jetzt das Beste für die betroffene Person. Inwiefern sind Hate Speech und digitale Gewalt ein gesellschaftliches Problem? Der Effekt, der damit ausgelöst wird, der geht weit über die einzelne betroffene Person hinaus. Denn wir wissen, dass nicht nur diejenigen, die selbst betroffen sind, das heißt diejenigen, die den Hass abgekriegt haben, in Zukunft es sich vielleicht dreimal überlegen, ob sie überhaupt noch an der gesellschaftlichen Debatte teilnehmen oder vielleicht sich sogar zu politischen Themen äußern, sondern dass es wir alle sind, auch die Mitlesenden. Bereits über die Hälfte der internetnutzenden Personen in Deutschland traut sich nicht mehr, im Netz ihre politische Meinung zu sagen. Und das ist eine Gefahr für die ganze Gesellschaft und für die Demokratie, denn das Internet ist offensichtlich kein sicherer Ort mehr für beide Seiten des Meinungsspektrums. In dem Fall, mit dem wir uns momentan beschäftigen, ging es ja um eine Morddrohung. Was würdet ihr da raten?
Bei einer Morddrohung, da sollte man natürlich in erster Linie erstmal über eine Strafanzeige nachdenken. Das heißt, man muss dann erstmal die Beweise sichern, um eine Anzeige zu erstatten. Dafür braucht es rechtssichere Screenshots, auf denen alle Details erkennbar sind, Datum, Uhrzeit und auch der Kontext. Und dann sollte man damit unbedingt eine Strafanzeige erstatten, auch wenn man sich möglicherweise denkt, ja, das bringt vielleicht nichts. Man sollte es trotzdem machen, denn nur wenn die Strafanzeigen auch in den Statistiken landen, dann können wir wirklich nachweisen, dass es hier ein Problem gibt, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Bei Fällen, die strafrechtlich relevant sind, übernimmt HateAid für die Betroffenen die Anwalts- und Gerichtskosten. Doch wie sieht eigentlich die Gesetzeslage bei digitaler Gewalt aus? Ich rufe Maxenia an, sie ist die Juristin in unserem Team. Hi Xenia. Hallo Jana. Hate Speech und Morddrohungen werden ja mittlerweile im Netz ganz anders wahrgenommen. Wie ist denn da die Gesetzeslage aktuell? Ja, also seit April diesen Jahres ist ja das Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität in Kraft. Unter anderem sollen die Anbieter großer Netzwerke zukünftig verpflichtet werden, eben strafbare Inhalte an das BKA zu melden und hierfür auch ein Verfahren einzurichten. Außerdem gab es auch viele Änderungen des Strafgesetzbuches. Unter anderem wurden Straftatbestände wie zum Beispiel die Beleidigung oder die Bedrohung erweitert und verschärft. Im Internet finde ich die Neuregelung. Bei Drohungen im Netz können Gerichte jetzt bis zu 2 Jahren Haft verhängen. Bei Morddrohungen sogar 3 Jahre. Janas Fall ist aktuell in der zweiten Instanz, weil sie das Urteil als zu mild empfand. Das Gericht wird erst in ein paar Monaten entscheiden, ob die 300 Euro Schmerzensgeld für die Morddrohung angemessen sind. Ich möchte von Jana noch mehr über die Jagd erfahren und ziehe mit ihr los. Jana und ihre Kollegen wollen Rehkitze vor dem Mähdrescher retten. Wie kann es sein, dass jemand, der Tiere rettet, sie in anderen Situationen erschießt? Es ist ja so, dass wir hier in der Kulturlandschaft jagen. Das ist ja alles nicht mehr naturbelassen. Wir haben super viel Landwirtschaft und nutzen alle auch diese Landschaft. Das heißt, man kann das nicht einfach alles in Ruhe lassen und sagen so, wir machen da nichts. Aber ich finde, also erstmal so ein kleines Kitz, das hat halt auch einfach einen vernünftigen Start ins Leben verdient, vom Mähwerk ausgemäht zu werden. Das ist halt wirklich kein schöner Tod. Manche Menschen bezeichnen dich ja auch als Tiermörderin. Wie stehst du zu dem Thema? Naja, also es ist eine schwierige Frage, weil Mord natürlich irgendwie was Böswilliges und was Hinterhältiges voraussetzt. Deswegen weise ich das halt vehement zurück. Ich sehe mich nicht als Mörderin, aber natürlich lässt sich das nicht abstreiten, dass wir beim Jagen auch Tiere erlegen. Das ist ein großer Teil davon und gehört halt auch dazu. Aber das ist am Ende auch nicht alles. Mit einer Drohne haben wir Rehkitze und Hasen im Feld entdeckt. Weil wir zu laut waren, sind sie geflüchtet. Normalerweise hätte Janas Team die Tiere mit einem Schutz überdeckt, um sie vor dem Mähdrescher abzuschirmen. Zu ihren Aufgaben im Revier gehört aber noch viel mehr. Ich würde sogar sagen, dass ich eigentlich fast noch mehr Zeit im Revier verbringe, wo ich nicht wirklich mit der Waffe auf dem Ansitz bin, sondern wo ich halt irgendwelche Reviereinrichtungen pflege oder Kitze suche oder Salzlecken mache oder irgendwie sowas. Eine Frage muss ich aber noch loswerden. Warum postest du überhaupt Fotos von getöteten Tieren? Also ich versuche ja, die Jagd sehr vielseitig darzustellen. Und wenn man sich meine Profile anguckt, dann sieht man auch, dass ich halt super viele Bilder von meinen eigenen Tieren habe oder irgendwelche Naturaufnahmen. Aber es gehört halt nun mal auch zum Jagen dazu, ein Tier zu erlegen. Und das möchte ich auch für mich gerne behalten und mich auch daran erinnern und zeige das auch. Also ich möchte das auch nicht verstecken. Jana, vielen Dank, dass du mir ein bisschen was über den Fall erzählt hast. Sehr gerne. Auch was über die Jagd erklärt hast. Das war sehr spannend. Sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und kommt gerne bald wieder. Danke dir. Egal, wie man zu bestimmten Themen steht, ich finde, man kann kritisch sein und seine Meinung äußern, aber Hass, Hetze, Beleidigungen und sogar Morddrohungen gehen definitiv zu weit. Das hat ernsthafte Folgen für die Betroffenen. Deswegen finde ich es gut, dass die Regierung die Gesetze verschärft hat. Hast du auch schon mal Hassnachrichten bekommen? Erzähl mir in den Kommentaren, wie du damit umgegangen bist. Und wenn dir das Video gefallen hat, abonniere gerne Der Fall. Hier geht es zu einem weiteren Video von uns und schau auch gerne mal bei den KollegInnen von Y-Kollektiv vorbei. Die haben ein Video darüber gedreht, wie im Darknet Cybermobbing verkauft wird.